Das Gesundheitsplus.de berichtete am 4. April 2017: Verseuchtes Trinkwasser, Keime aus dem Wasserhahn. Legionellen stellen eine Gefahr für das Trinkwasser dar. Sie tummeln sich besonders gerne dort, wo warmes Wasser langfließt, wie im Duschwasser. Mein sauberes Trinkwasser. Heute typische Keime aus dem Wasserhahn. In Deutschland ist die Aufbereitung des Trinkwassers an sich sehr gut und die Grenzwerte bestimmen die Qualität des Wassers. Aber nicht immer reicht dies. Immer wieder tauchen Fälle trinkwasserbedingter Krankheiten auf. Die Legionellen sind Bakterien, die hier eine besondere Rolle einnehmen. Denn nicht immer ist der Zusammenhang zwischen ihnen und den Symptomen von Krankheiten klar erkennbar. Sauberes Trinkwasser. Das Trinkwasser wird zu 70% aus Grund- oder Quellwasser gewonnen, zu 13% aus Seewasser, Talsperrenwasser oder Flusswasser und zu 17% aus einem Mittelweg. Ursprüngliches Oberflächenwasser wird durch Bodenpassagen oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität. Außerdem gibt es Leitlinien, rechtliche Entscheidungen, Empfehlungen und weitere Regelwerke. Man könnte meinen, das Trinkwasser sei absolut sicher. Leider nicht. Immer wieder lassen sich vermehrt Bakterien im Trinkwasser finden, die zu lebensgefährlichen Erkrankungen führen können. Immer wieder gibt es Fälle von verunreinigtem Trinkwasser, hauptsächlich in öffentlichen Gebäuden. Trotz Novellierung der Trinkwasserverordnung 2011 gibt es auch in Privathaushalten Hinweise auf keimhaltiges Trinkwasser. Einige Trinkwasserkeime und ihre Vorkommen. Pseudomonaden. Dieser Kaltwasserkeim ist in schlecht durchströmten Leitungselementen zu finden. Die Keime sind Ursache für Lungenentzündungen und Harnwegsinfektionen. Biofilm. Ein Biofilm ist die Ablagerung organischer Stoffe. In diesen Ablagerungen existieren allerdings Bakterien und Keime. Sie können dort gut wachsen, sodass mit einem dauerhaften Keimherd zu rechnen ist. Das Wasser ist in diesem Fall kontinuierlich verkeimt. Biofilm ist deshalb immer wieder zu entfernen. Kolibakterium oder E. coli. Diese Darmbakterien kommen in Mensch und Tier vor. Sie kommen physiologisch in unserer Darmflora vor. Es gibt jedoch auch pathologische E. coli-Stämme oder Körperbereiche, in denen die Keime einfach nichts zu suchen haben. Krankhafte Stämme wie EHEC können zu Magen-Darm-Störungen, Blinddarmentzündungen und Bauchfellentzündungen führen. Eine gefürchtete Komplikation ist das Hus. Die harmlosen E. coli-Stämme der Darmflora bilden die häufigste Ursache für einfache Harnwegsinfektionen. Enterokokken. Auch hierbei handelt es sich um Bakterien, die vorrangig physiologisch im Darm angesiedelt sind. Bei hoher Konzentration sind sie allerdings gefährlich und können schwere nosokominale Infektionen auslösen. Sie sind im Wasser besonders lebensfähig, weshalb Trinkwasser mit diesen Bakterien eine hohe Gefahr bedeutet. Die bekanntesten Bakterien im Trinkwasser sind die Legionellen, die versteckte Gefahr. Gegenwärtig kennt man mehr als 48 Arten und 70 Serogruppen dieser Bakterien. Es handelt sich um Feuchtkeime, weshalb sie sich im Trinkwasser besonders wohlfühlen. Hierbei sind vor allem die Warmwassersysteme zu nennen, denn eine permanente Temperatur auf lauwarmem Niveau zwischen 20 und 50 Grad Celsius ist für die Bakterien eine optimale Umwelt. Gerade in den warmen Monaten besteht für das Trinkwasser von Privathaushalten eine erhöhte Gefahr für einen akuten Bakterienbefall. Legionellen können lebensbedrohlich sein, weil sie beim Menschen das Pontiac-Fieber auslösen. Bekannter ist allerdings die Legionärskrankheit, die ebenfalls durch Legionellen verursacht wird. Eine Übertragung durch das Trinkwasser ist möglich, wenn die Legionellen in die tiefer liegenden Lungenabschnitte vordringen. Nicht jeder Kontakt mit Wasser, das Legionellen enthält, ist eine Gesundheitsgefahr. Besonders das Einatmen des keimhaltigen Wassers kann zur Infektion führen. Das ist zum Beispiel beim Duschen, bei Klimaanlagen, Whirlpools und Rasensprengen möglich. Akute Lungenentzündung. Gefahr für eine akute Lungenentzündung besteht, wenn der Wasserdampf zum Beispiel beim Duschen inhaliert wird. Circa 2 bis 10 Tage nach der Ansteckung folgen die ersten Symptome. Kopfschmerzen, Reißhusten, Unwohlsein und Gliederschmerzen. Später folgen Fieber, Schüttelfrost, Brustschmerzen oder auch Bauchschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen. Das Tückische ist, dass die Symptome einer erschwerten Lungenentzündung vorliegen, jedoch keine Erreger zu erkennen sind, die üblicherweise eine Lungenentzündung verursachen.
Bei Menschen mit schwachem Immunsystem kann die akute Lungenentzündung zum Tode führen, wenn eine angemessene Therapie nicht rechtzeitig angesetzt wird. Diffuse Symptomatik. Weit weniger beachtet als die Lungenentzündung sind nicht sofort zuordnende Symptome. Hier ist ein Ursache-Wirkungszusammenhang schwerer zu erkennen. Denn wenn eine Legionelleninfektion vorliegt, aber keine Lungenentzündung vorhanden ist, scheinen Ursache und Wirkung nicht zu korrelieren. Doch dem ist nicht so. Diffuse Symptome wie Erschöpfungszustände oder chronische Infektionen können nach längerem Trinken von kontaminiertem Wasser durchaus eine Folge der Ansteckung von Legionellen sein. Das Problem ist, dass keine direkte Verbindung zum potenziellen Auslöser entdeckt wird, weil nicht danach gesucht wird. Wenn also für bestimmte Symptome keine Ursache ausgemacht werden kann, sollte wenigstens von therapeutischer Seite auf Legionellen hin untersucht werden, um diese Ursache entweder auszuschließen oder zu bestätigen. Es gibt Vorschriften zum Einhalten bestimmter Temperaturen, um das Wachstum von Legionellen zu reduzieren. Am Austritt von Warmwassererzeugungsanlagen müssen zum Beispiel mindestens 60 Grad Celsius eingehalten werden. Wird Wasser bei unter 60 Grad Celsius in einem Wasserkessel gespeichert, begünstigt dies das Wachstum der Bakterien. Deshalb gibt es spezielle Legionellenschaltungen, die das Wasser regelmäßig höher erhitzen, um die Mindesttemperatur zu erhalten. Wie kann im Privathaushalt vorgebeugt werden? In Privathaushalten kann man viel zur Vorbeugung gegen Legionellen im Trinkwasser tun. So kann man das Wasser thermisch desinfizieren oder man führt eine intermittierende Aufheizung des Trinkwassererwärmers auf mindestens 70 Grad Celsius durch. Mit Chlorung oder Chlorelektrolyseverfahren kann das Trinkwasser desinfiziert werden. Ebenso können Chlordioxid oder UV-Strahlung eingesetzt werden. Auch endständige Trinkwasserfilter können einen Schutz gegen Legionellen bieten. Es empfiehlt sich, sein Trinkwasser regelmäßig von einem Labor testen zu lassen. Es gibt zur Vorbeugung simple Tipps, um die Legionellenbildung einzuschränken. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit empfiehlt die folgenden 5 Schritte. Erstens: Wassertemperatur an Zapfstelle prüfen mit Thermometer. Warmwasser sollte über 55 Grad Celsius nach maximal 3 Litern Ablauf haben. Kaltwasser unter 25 Grad Celsius. Zweitens: Anlagentemperatur der Warmwasseraufbereitung überprüfen. Der Warmwasservorlauf sollte mindestens 60 Grad Celsius aufweisen, der Zirkulationsrücklauf mindestens 55 Grad Celsius. Drittens: Prüfen, ob alle Zirkulationsleitungen gleichmäßig heiß sind. Viertens: Prüfen, ob die Zirkulationspumpe mindestens 16 Stunden am Tag läuft. Fünftens: Prüfen, ob die Trinkwasseranlage einmal im Jahr professionell gewartet wird. Fazit: Immer wieder wird in den Medien vor hohen Keimbelastungen im Trinkwasser berichtet. Ob alle Keime und Gifte im Trinkwasser erkannt und herausgefiltert werden, ist ungewiss. Am sichersten ist das Filtern und Behandeln des Leitungswassers unmittelbar beim Zapfen aus dem Hahn mit einem geeigneten Trinkwasseraufbereitungssystem, bei dem alle Giftstoffe und Keime, einschließlich der Unbekannten, entfernt werden und die gesunden Inhaltsstoffe enthalten bleiben. Tipps: Wir können mit einem einfachen und wirksamen Trinkwasseraufbereitungssystem in der eigenen Wohnung vorbeugen, um sicherzugehen, dass wir keine solchen Keime und Giftstoffe zu uns nehmen. Eventuelle Kontaminierungen werden dadurch zuverlässig herausgefiltert und abgetötet. Welches Gerät dafür in Frage kommt und dadurch noch erhebliches Geld eingespart werden kann, erfahren Sie hier auf diesem YouTube-Kanal Mein sauberes Trinkwasser. Wenn Sie mehr über sauberes Trinkwasser wissen möchten oder über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal Mein sauberes Trinkwasser.